Hallo alle miteinander, herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Ein neues Video noch hier gedreht im Robinson Club in Amadi in Österreich, in Kleinaalst. Sehr hübsch ist es hier. Und ich habe da mal eine witzige Nummer vorbereitet, denn bei drei könnt ihr beide die Augen öffnen. Aber immer, wenn ihr meinen Namen hört, nämlich Christo, ruft ihr ganz laut, der ist klasse. Danach hast du keine Ahnung, doch vielleicht weißt du alles, was du gemacht hast, vielleicht auch nicht, aber immer, wenn ich den Namen Christo sage, rufst du ganz laut, der ist klasse. 1, 2, 3, einmal die Augen auf jeden Fall. Hallo! Auf jeden Fall super witzig, weil dann sage ich mal einmal Christo. Das ist klasse. Klasse. Super, das ist ja unterhaltsam, weil das ist ja mein Künstlername, ne? Ich bin ja der Christo. Das ist klasse. Ja, danke. Das könnte ich ja auch stundenlang machen, weil der Christo. Das ist klasse. Dankeschön. Und glaubt ihr, dass ihr gerade unter Hypnose seid? Nein, weil ich bin der Christo. Das ist klasse. Danke. Das lasse ich heute auch einfach den ganzen Abend drin, weil Christo. Das ist klasse. Das gefällt mir gut, ja, weil der Christo. Danke. Da ist richtig Spaß dran, ne? Stell dir mal vor, einer von euch beiden sagt heute auf dem Zimmer Christo. Das ist klasse. Das gefällt mir. Da würde ich gerne Mäuschen spielen, wenn jemand sagt Christo. Das ist klasse. Danke. Ich kann gar nicht mit so viel Komplimenten und Lob umgehen. Ja, das ist ja faszinierend. Schlaf. Tief und fest. Du willst gegen alles und jeden Stück Schach Schuck spielen? Du hast aber eine besondere Strategie, du wirfst immer Papier. Das Blöde ist immer, wenn du verlierst beim Schnick-Schnack-Schnuck-Spielen, fallen dir sofort die Augen zu, du schläfst selber ein. Nach 5 Sekunden wirst du wieder wach, willst nochmal spielen, wirfst wieder Papier, verlierst und schläfst wieder ein, wirst wieder wach nach 5 Sekunden und so weiter. Wenn ich dich wecke, öffnest du die Augen. Andrea, du hast ein Problem. Immer wenn du das Wort Ping hörst, musst du automatisch Pong sagen. Da kannst du nichts gegen machen, das ist echt blöd. 1, 2, 3. Einmal die Augen auf. Moin. Geht's dir gut? Ja. Ja, ich gehe übrigens in meiner Freizeit ganz gerne Ping spielen. Kennst du das? Kennst du Ping? Pong, ja. Spiele. Da hat man ja so Ping, Schläger und dann spielt man Ping. Pong. Mit Ping, Bällen und einer Ping, Platte. Ist gut, gell? Machst du auch Sport? Schnick, schnack, schnuck. Ernsthaft? Du weißt es doch. Ach so, ich weiß es doch. Natürlich, du bist da richtig gut drin, ne? Ja. Darf ich mal versuchen, die zu besiegen? Okay, schnick, schnack, schnuck. Hast du verloren, oder? Ja. Hast du gewonnen oder verloren? Ich hab gewonnen. Ja. Ich bin immer. Oder sie hat doch verloren. Ich muss nochmal machen, glaube ich. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Ich hab gewonnen. Du hast gewonnen. Oder? Ich hab gewonnen. Kannst du mal gegen sie spielen? Die vorher? Ich krieg die, ich kenne die gut, ich weiß, was die machen. Okay. Ja? Okay. Mhm. Ja. Dazu kann ich nur sagen, es ist ja noch witziger als Ping. Pong. Zu spielen, gell? Komm, noch eine Runde, das ist ja wie Ping. Pong. Ping. Pong. Pass auf, diesmal bleibst du in diesem Zustand, jetzt zeige ich dir was Witziges mit Ping. Pong. Denn immer, wenn du jetzt die Augen gleich öffnest, hast du ein Problem. Denn immer, wenn du ab sofort das Wort Pong hörst, sagst du automatisch Ping. Pong. Und das gibt eine böse Dauerschleife. 1, 2, 3, einmal die Augen auf. Da wirfst du einmal rein. Ping. Pong. 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 Wild. Pong. Ping. Pong. Ping. Pong. Ping. Ping. Pong. Ping. Schlaf. Könnte ich stundenlang machen. Gute Nummer. So. Eine machen wir noch. Wenn ich dich gleich wecke, kannst du die Augen öffnen, Rebecca. Sobald du die Augen öffnest, ihr klebt beide am Stuhl fest. Rebecca, wenn du gleich die Augen öffnest, bist du der festen Überzeugung, ich bin der hässlichste Mann auf diesem Planeten. Du willst nicht mit mir reden, nicht mit mir sprechen. Ich bin einfach super ekelig. Boah, mit mir willst du nichts zu tun haben. Wenn ich dich wecke, Andrea, bist du der festen Überzeugung, du bist total in mich verknallt. Auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich eine 13. Und sobald du die Augen öffnest, baggerst du mich hier aber so richtig an. Und du gibst echt alles dafür, dass meine Aufmerksamkeit bei dir liegt und nicht bei der Kamera. 1, 2, 3, einmal die Augen auf. Moin! Aber das sind ja schöne Haare. Okay. Die sind wirklich hübsch. Und auch hier so der Pulli und so. Arbeitest du hier oder bist du als Gast hier? Ich arbeite hier, aber das trifft sich ja gut. Nein. Immer noch du. Also das sind wirklich schöne Haare, oder? Also, du hast auch schöne Haare. Das freut mich aber. Schön, dich kennenzulernen. Wie heißt du nochmal? Andrea. Aber deine Haare sind auch ganz nett. Aber Andreas Haare rot hat natürlich was. Dankeschön. Ne? Also, was ist das eigentlich für ein Trikot? Ja. Ja, Andrea, kurze Frage. Hast du heute Abend noch was vor?
Nee, aber ich meine, wenn du weißt, wir können ja ein bisschen an der Bar was trinken. Das ist eine gute Idee. Ja, ich bin heute eher an der Bar, so wie die letzten Abende, da freue ich mich. Ja. Du kommst mit? Nein. Nein. Ich komme ganz sicher nicht mit. Na dann nicht, dann gehen wir alleine. Oh. Das ist doch auch eine schöne Sache. Ja, gerne. Hast du eigentlich einen Freund? Nee. Ach, Gott sei Dank, das trifft sich ja ganz hervorragend. Und bei dir? Ja. Oh, ärgerlich. Ihr teilt euch ein Zimmer, ne? Mhm. Ja, schöne Haare. Ja, das ist also wirklich. Aber ich meine, ist ja nicht schlimm. Ich meine, wir können ja trotzdem auch zu zweit. Alles gut. Nee, ja, ja, ja. Du suchst den Freund nicht sein. Gibt genug Auswahl im Club, ne? Ich suche immer. Ja, ja, das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Aber aufpassen mit den Füßchen. Ja. Nicht, dass das zweite Füßchen hinterher auch noch kaputt ist. Nee. Oh, ich bin so gemein. Das ist ein Problem. Ja, ja, ja. Aber auf jeden Fall, pass mal auf. Kannst du dich mal einmal gerade hinsetzen? Schlaf. Schlaf tief und fest. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Abo für den Kanal da. Sehen wir uns nächste Woche wieder. Wird witzig werden. Bis dahin. Ciao.